Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Ja, ich war gestern im Stream und bin dann mal kurz zur Festung rüber gehüpft. Und hier sollen oder hier gehen sehr gut Schleien und Schuppenkarpfen, auch Amure, eigentlich auch schwarze Amure, habe ich jetzt keinen bekommen. Habe aber auch nur gestern 40 Minuten geangelt gestern Abend, aber dafür 44 Fische, also alle Achtung. Ja, gut, die Karosche lassen wir mal weg. Schleien, ja, jede Menge. Schuppis, auch mal wenigstens 10 und 11 Kilo, also nicht nur immer die kleinen Babys. Und weiße Amure. Ja, und wo das jetzt war, das gucken wir uns jetzt dann gleich an. So, da sind wir nun. Da kommt schon der erste Amur, 4,4 Kilo. Ist auch gar nicht weit, wie ihr seht. Ist eigentlich so ein bekannter Spot, nur wir stehen auf der anderen Seite, weil hier steht man schon mal gerne auf Schleie, ja, und hier ist ja der Aalspot. Wir stehen einfach nur gegenüber, über die Brücke einmal hier rum, fertig. Die ganze Area vor dem Busch kann beworfen werden mit 12 Meter Clip. Und interessant ist auf jeden Fall, wir gucken mal rein. Ich habe hier einen Riesig-Einshaken drauf. Dann sortiert ihr direkt mal die Schleien weg. Also da beißen die eigentlich gar nicht mehr. Dann könnt ihr nur noch die Amure und Schuppis bekommen. Und macht hier ein Groß-Eins drauf. Dann kommen auch die Schleien mit. Das Ganze ist ein Pop-Up-Boilie mit Kokossahne, Sahneweiß, Nektar. Und ich habe einfach eins genommen, ein PVA, was ich jetzt was ich noch hatte. Das ist ein Boilie reingemahlen, drei Feed-Pellets, Maismehl und Kokosnusscreme. Das Ganze ist auf 12 Meter geklippt. Ja, seht ihr, hier ist der Einserhaken mit drauf. Kommen direkt auch wieder Schleien, wer das möchte. Also wer die Schleien noch braucht, gerne Einserhaken drauf machen. Wer die Schleien nicht braucht. Und wie hier ist jetzt der Riesig-Eins drauf. Da kriegst du keine Schleier drauf. Also echt interessant. 12 Meter, zack, vor dem Busch. Ja, das war's im Prinzip. Ja, dauert so einen kleinen Moment, bis das anläuft. Aber dann ging es echt Schlag auf Schlag gestern. Ja, da seht ihr, schon wieder der nächste Biss. Kilo. Ja, endlich auch mal, ich sag mal, ein paar größere Schuppis hier. Ja, meistens hat man immer nur diese Mini-Dödel. Auf jeden Fall ein vielversprechender Spot. Kann man nicht meckern. Lohnt sich für Happy Hour, für Leute, die quasi schon auch PVA können. Müsst ihr mal probieren, ob es ohne geht. Könnt ihr auf jeden Fall gut ausnutzen hier die Stelle. Und beim PVA gibt es ja Tausende. Du kannst mehr Boilies reinschreddern. Brauchst auch keine Boilies reinschreddern. Kannst auch Sahne mit reinmachen. Einmal Sahne statt ein Boilie reinmalen. Also da gibt es genug Mittel und Wege. Ja, wie gesagt, 12 Meter Clip. Und hier stehen wir. E3. Einmal hier rum. 37, 62 und Feierabend. Ja. Ich angle meine Happy Hour jetzt noch hier, dann muss ich gleich zur Arbeit. Wollte euch die Stelle aber gerne zeigen vorher noch. In diesem Sinne, Petri, Dank. Schon mal ein schönes Wochenende. Ich denke, morgen Sonntag kommt kein Video. Vielleicht ein Stream. In diesem Sinne, macht's gut und tschüss.